Hallöchen, liebe Leute, und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Siberia Teil 1. In der letzten Folge habe ich ja gesagt, dass ich hier gleich anschließend weitermachen werde. Und ich habe jetzt gedacht, ich werde einfach hier alles mal durchgehen. Ich habe jetzt den Professor nach dem Geld gefragt. Er kann mir leider keinen Cent geben. Er hat mir allerdings gesagt, dass die lieben Direktoren mir Geld geben können, wenn, oder Geld geben werden sehr wahrscheinlich, wenn ich irgendeine Dienstleistung für die getan habe. Ich gehe mal davon aus, dass damit die Reparatur dieses mechanischen Vogels gemeint ist. Mal gucken, weil es gibt ja noch irgendwas Mechanisches. So, dann werde ich ihn jetzt nochmal nach dem Sauvignon fragen. Wissen Sie, wo sich die seltenen Wald-Sauvignon-Sträucher befinden, die hier in Barockstadt kultiviert werden? Um was lässt Sie vermuten, dass es hier Sauvignon gibt? Das habe ich in einem Buch in der Bibliothek gelesen. Aha, nun ja, fragen Sie doch den Bahnhofsvorsteher. Wenn es sowas hier gibt, weiß er das besser als jeder andere. Der hat mich doch zu Ihnen geschickt. Ich fand das ja auch komisch. Aber er sagte mir ausdrücklich, ich solle den Paläontologen fragen. Sie sind doch der Einzige. Ja, also sowas, nun ja, dann hat er sich wohl getäuscht. Ich weiß von nichts. Dann müssen Sie sich eben an die Herren Rektoren wenden. Aha, okay. Immerhin sind die für unsere Universität verantwortlich. Das werde ich tun, danke. Okay, das werden wir tun. Zug, Handhilfe, Mission, Kate, ich muss okay. Jetzt gehen. Das können wir dann erstmal lassen. Ich hoffe, ich habe Sie nicht zu sehr gestört. Wie bitte? Aber nein, ganz und gar nicht, liebes Kind. Ja, gut, tschüss. Ja, den Rest lassen wir jetzt erstmal, weil ich denke mal, dass das in erster Linie ganz gut wäre, wenn wir alles andere abklappern, was erstmal nicht mit der Weiterreise zu tun hat. Dann gehe ich jetzt mal davon aus. Ein Museum. So, hier sind die werten Direktoren, Herren Direktoren drin. Genau. So. Also bitte. Meine Herren, ich bitte Sie, diese erneute Störung zu entschuldigen, aber ich habe ein kleines Problem. Ein kleines Problem? Ein kleines Problem? Kleine Probleme haben wir alle. Die behält man für sich und das Leben geht trotzdem weiter. Und auch die Züge fahren weiter. Ihr seid so deppert. Okay, also zuerst... Sind Sie sicher, dass es keinen amazonischen Sauvignon in Barockstadt gibt? Diplom. Ich habe nämlich gerade den Bahnhofsvorsteher und den Paläontologen gefragt. Ihre Antworten lassen gewisse Zweifel zu. Und doch müssen wir darauf beharren. In Barockstadt wächst kein einziger Sauvignon-Strauch. Aha. Wissen Sie, junge Frau... Der amazonische Wald-Sauvignon ist eine sehr seltene Pflanze, die nur unter ganz besonderen Bedingungen wächst. So ist es. Und diese Bedingungen zu schaffen, ist extrem kompliziert. Kompliziert ja, aber nicht unmöglich. Der Garten ist in dieser Hinsicht wirklich gelungen. Der Garten? Es gibt also einen Garten in Barockstadt. Oh, wenn es einen gäbe, dann nur einen winzig kleinen hinter dem Bahnhof. Er wäre jedoch der ganze Stolz unseres Bahnhofsvorstehers. Mhm. Letzterer würde sich übrigens mit viel Hingabe darum kümmern. Dort würde dann alles wachsen und wir hätten den Sauvignon seinen gärtnerischen Fähigkeiten zu verdanken. Aha. Und wären davon höchst angetan. Aber man dürfte auch nicht die genialen Kompetenzen des Paläontologen vergessen. Was hat der Paläontologe mit dieser Sache zu tun? Ohne ihn und ohne sein Labor, wie könnten wir da unseren Wein herstellen? Mhm. Und was wäre das für ein Wein? Nicht wahr, teure Kollegen? Ach ja, der exquisite und entspannende Abschluss eines langen Arbeitstages reich an Verantwortung. Wir würden jedes Jahr voller Ungeduld darauf warten, die ersten Tropfen eines neuen Jahrgangs zu genießen. Nun gut, fassen wir also zusammen. Sie sagen also, dass es in Barockstadt tatsächlich Sauvignon gibt, der in einem Garten hinter dem Bahnhof wächst und vom Wärter gehegt, vom Paläontologen zu Wein verarbeitet und schließlich von Ihnen genossen wird. Habe ich das richtig verstanden? Sie ziehen da etwas voreilige Schlüsse. So haben wir das nicht gesagt. Sie verdrehen uns das Wort im Mund. Sie haben anscheinend nicht verstanden, dass wir im Konjunktiv geredet haben. Doch, doch. Ich hatte mir schon so etwas gedacht. Das behalten Sie aber für sich.
Ja, wir wären Ihnen sehr verbunden, wenn dies alles unter uns bleibt. Verstehen Sie, diese kleine lokale Produktion umfasst gerade mal ein paar Flaschen pro Jahr. Ja, wirklich. Nicht ausreichend, um damit zu handeln. Man würde sich ja strafbar machen. Wie dem auch sei, wir können auf Ihre Verschwiegenheit zählen? Ja. Seien Sie unbesorgt. Ich hatte nicht vor, mich in Ihre Angelegenheiten zu mischen. Okay. Die Schiffer würden den Zug ziehen, aber ich habe nicht genug Geld, um sie zu bezahlen. Ich dachte mir, Sie könnten mir vielleicht aushelfen. Vorläufig. Ich könnte auch dafür arbeiten. Das haben Sie gut gemacht. Bitte gedulden Sie sich, junge Frau. Wir müssen beraten. Ja, genau. Unter uns beraten. Eine kollegiale Entscheidung muss getroffen werden. Ich hoffe, das ist nicht zu viel verlangt. Nun denn, nun denn. Warum nicht? Wenn wir auf diese Weise den Zug loswerden? Ja, wirklich, keine schlechte Idee. Worum geht es, meine Herren? Sie werden sicher bei Ihrer Ankunft den herrlichen Musikpavillon im Ehrenhof unserer Universität bemerkt haben. Ein einzigartiges mechanisches Meisterwerk, das leider nicht mehr funktioniert. Wir geben zu, dass uns allen seine Melodien noch heute in Erinnerung sind. Wir sind bereit, Ihnen eine bestimmte Summe zu zahlen, wenn Sie ihn wieder funktionstüchtig machen. Gerne, aber was genau muss ich dazu machen? In dieser Universität, liebes Kind, haben Zeit und Rost viele Dinge zum Stillstand gebracht. Und sich um Automaten zu kümmern, ist nicht unsere Aufgabe. Sie müssen sich da schon selbst etwas einfallen lassen. Um ehrlich zu sein, sieht es ganz so aus, als würde vieles hier in Barockstadt mit einem komplexen Mechanismus funktionieren, dessen Gebrauchsanleitung leider verloren gegangen ist. Ja, Hans. Aber wenn man Ihren ganz erstaunlichen Zug betrachtet, dürfte Mechanik für Sie kaum ein Problem sein. Wir vertrauen auf Ihren Erfindungsgeist, junge Frau. Oh Gott, ich werde versuchen, mich Ihres Vertrauens würdig zu erweisen. Damit, teure Kollegen, wäre die Sache also zur Zufriedenheit aller abgeschlossen. Okay. Wir reden und reden, dabei ist bereits Teestunde. Schon, mein Gott. Wir sind's. Ich danke Ihnen. Okay, also ich muss den irgendwie reparieren. Die Frage ist jetzt halt nur, wie genau, oder? Kann ich hier irgendetwas machen? Wir gehen einfach nochmal in die Bibliothek rein und gucken uns da nochmal um. Ob da vielleicht irgendwo noch was rumliegt, was wir benötigen könnten. Aber da ist nichts. Es ist auch so nichts drin irgendwie, gell? Ah, da. Kann ich mit dem reden? Guten Tag. Psst, reden Sie doch leiser. Entschuldigen Sie, aber ich dachte mir, Sie könnten mir vielleicht weiterhelfen. Sehen Sie denn nicht, dass ich beschäftigt bin? Was studieren Sie denn? Das geht Sie nichts an. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, würde ich mich jetzt gerne konzentrieren. Gleich beginnt die Vorlesung von Professor Pons. Professor Pons, sagen Sie? Würden Sie mich jetzt bitte in Ruhe lassen? Aha, okay. Das heißt, wir sind der Vorlesung schon einen Schritt näher. Das ist ja schon mal gut. Wenn wir jetzt hier erstmal runtergehen. Mit dem können wir nicht quatschen. Wir können hier auch nichts angreifen oder hingehen. Und mit dem Typi kann ich wahrscheinlich auch nicht reden. Der ist wahrscheinlich auch wieder total unfreundlich zu mir. Entschuldigen Sie bitte. Darf ich Sie mal kurz stören? Nein. Nein. Okay. Sie könnten ruhig ein bisschen... Und Sie... Passt. Tschüss, wir gehen. Professor Pons... Vorlesung fängt bald an. So, jetzt habe ich aber die halben Informationen schon wieder vergessen irgendwie.
Genau, ich könnte aber vielleicht einen Professor fragen, ob der irgendwas weiß wegen diesen Melodie-Dings. Da ist nichts, gell? Die Tür ist immer noch abgesperrt, aber da kann ich rein wenigstens. Vielleicht muss ich ihn mit dem sprechen, damit der mir das Teil gibt, was ich brauche. Dann soll's da hingehen. So. Was möchten Sie denn wissen, liebes Kind? Geldsouvenir, Mission. Sie sagten vorhin etwas von einer Vorlesung über ein altes Sibirien. Okay. Entschuldigen Sie bitte. Ich wollte nur wissen, ob Ihre Vorlesung bald beginnt. Ihre Ungeduld erfreut mich. Leider ist die Untersuchung dieser herrlichen Mammutpuppe noch nicht fertig. Aber keine Angst, ich rufe Sie in jedem Fall an. Bis dann. Okay. So, dann hat Hans... Ihr Hans Vorarlberg hat große Ähnlichkeiten mit der Person, nach der ich suche. Erzählen Sie mir mehr von ihm, bitte. Er war immer ein Mysterium für mich. Er redete wenig und es schien, als begreife er nicht den Sinn dessen, was... Ich muss jetzt gehen. Ich hoffe, ich habe Sie nicht zu sehr gestört. Das ist doof. Wie bitte? Aber nein, ganz... Ganz und gar nicht, liebes Kind. Was möchten Sie denn wissen, liebes Kind? Geld, Sauvignon, Vogel, Zug, Hans, Hilfe. Hätten Sie Lust, Hans Vorarlberg wiederzusehen? Das meinen Sie doch nicht ernst, junge Frau. Ich bin doch viel zu alt für solche Abenteuer. Bla, bla, bla. Bla. Die Ankunft in Barockstadt ist beeindruckend. Sie sind mit dem Zug gekommen? Ja, mit einer Mechanik. Oh, Sie sind also Zugführerin. Die jungen Frauen von heute überraschen uns immer wieder. Nein, der Zug wird... Eine aufziehbare Lokomotive von einem Automaten gesteuert. Es ist lange her, da kannte ich jemanden, der einen solchen... Ich glaube ja. So langsam zumindest. Ich muss jetzt gehen. Ich hoffe, ich habe Sie nicht zu sehr gestört. Was möchten Sie denn wissen, liebes Kind? Ich möchte... Keine Ahnung, was ich wissen will. Ich hatte eine kleine informative Unterhaltung mit den Rektoren. Genau. Es scheint, Sie wüssten von der Existenz der Souvenirsträucher hier in Barockstadt, als hätten Sie gar eine gewisse Vorliebe dafür. Überhaupt nicht. Ich trinke keinen Wein. Nie. Ich stelle ihn nur her. Was unter uns gesagt auch sehr viel interessanter ist. Dann stimmen Sie mir also zu. Nun gut, da Sie nun einmal von den Rektoren ins Vertrauen gezogen wurden. Meine Idee war es, einen Teil dieses Labors in eine Art Kälterei für amazonischen Sauvignon umzubauen. Oh, ich kann natürlich nur geringe Mengen herstellen. Es darf nicht auffallen. Und Ihre Studenten haben nichts bemerkt? Ach, die Studenten. Wissen Sie, ein chemischer Prozess bleibt ein chemischer Prozess, welches auch der Ausgangsstoff sein mag. Das alles ist nichts als Gärung und langsame Umwandlung. Manchmal riecht es natürlich etwas, aber ich verbrenne dann schnell ein wenig Schwefel. Unglaublich. Absolut unglaublich. Sie sind schon so ein Phänomen, Professor Pons. Na, ich weiß nicht, ob ich das als Kompliment auffassen soll. Doch. Aber das bringt mir alles nichts. Ich hoffe, ich habe Sie nicht zu sehr gestört. So. Vielleicht können wir ja mit dem Gärtner dann nochmal reden, mit dem Ding-Typi, weil da kann ich jetzt sagen, huch zu, Havara, die werten Herr Direktoren haben mir gesagt, dass sie da einen Garten beaufsichtigen und ja. Also hören Sie jetzt auf zu lügen und machen Sie das mal auf und geben Sie mir das, was ich haben will. Und zwar sofort! So, wenn wir schon hier oben sind, werde ich mal kurz hier hingucken und gucken, ob ich da hochkomme. Ich meine, cool wäre es schon irgendwie, aber... Nope. Okay. Also ich muss irgendein Gegengewicht finden, was ich da reintun kann, damit es da wieder rumspielt und so und rummacht und so macht, wie es sein soll. So. Erstmal hier hoch. Und dann müssen wir hier hoch und mit dem Trottel da nochmal reden. Mit dem Unhöflichen. Cool.
So, jetzt reden wir hier. Hallo, entschuldigen Sie bitte, aber ich bräuchte noch einmal Ihre Hilfe. Sehen Sie denn nicht, dass ich zu tun habe? Nein. Das habe ich aber. Viel zu tun. Aber nun gut. Ich denke, ich kann Ihnen kurz zuhören. So, Sauvignon. Sie haben mir etwas vorgemacht. Sie wussten, dass es Wald-Sauvignon-Sträucher im Garten des Bahnhofs gibt. Aber keineswegs. Ich habe Ihre Sauvignons noch nie gesehen. Jetzt hören Sie aber mal auf. Ich weiß alles. Ihre kleine Schmuggelgeschichte mit den Rektoren, das in eine Weinkälterei verwandelte Labor von Professor Pons. Also wirklich. Schmuggelgeschichten? Da gehen Sie aber ein wenig zu weit, mein Fräulein. Eine kleine Ernte für den persönlichen Verbrauch, mehr nicht? Sie sollten sich schämen. Haben Sie auch nur einen Moment an den Ruf dieser ehrenwerten Universität gedacht? Man müsste Sie anzeigen. Aber ich bitte Sie, wir haben doch niemandem etwas getan. Das ist doch kein Verbrechen. Öffnen Sie mir die Tür zum Garten, wenn ich bitten darf. Aber ja, sofort, mein Fräulein. Man muss da Druck machen. Ich glaube, es hackt. So, jetzt kommen wir hier wenigstens endlich mal zum Garten, gell? So, jetzt können Sie den Garten in aller Ruhe besichtigen. Was ich noch sagen wollte, ich bin kein Lügner. Die ganze Sache musste geheim gehalten werden, verstehen Sie? Der Ruf der Universität, meine Vorgesetzten. Man kann nicht immer so, wie man möchte. Ich verstehe. Kein Grund zur Beunruhigung. Ich danke Ihnen, mein Fräulein. Ja, und ich danke dir, dass ich endlich mal da weiterkomme. Halber Pirat. So. Hier. Den kann ich nehmen. Das brauche ich im Moment nicht. Das brauche ich im Moment nicht. Okay, dann geht's halt wieder zurück, weil da können wir eh nirgendwo mehr hin. Also ich hätte mir den Garten ein bisschen anders vorgestellt, muss ich sagen. Aber gut. So, jetzt kriege ich hoffentlich endlich diese Papageien da mal weg. So, hier Beeren. Ah, darum habe ich doch 3 bekommen, gell? Düp. Boah, die sind erstens zutraulich und zweitens total langsam unterwegs. So, jetzt können wir endlich hier hoch. Was haben wir denn da Feines? Das ist echt unerreichbar. Ah, dafür brauchen wir das hier, okay.
Wie, das war's jetzt schon wieder oder was? Da komme ich ja gar nicht hin. Das ist ja... Okay. Okay. Muss ich den gar nicht reparieren? Ich hätte gedacht, dass ich den reparieren soll, dass der wieder rumfliegt. Verstehe ich nicht. Ich schätze mal, dass ich das Ei jetzt dann da reinsetzen kann. Irgendwie hoffe ich das zumindest. Fräulein, entschuldigen Sie. Mhm, ja? Bitte. Ich möchte mich für unser kleines Missverständnis entschuldigen und Ihnen diese Flasche Wein schenken. Barockstadt Sauvignon, ein ausgezeichneter Jahrgang. Sie werden sehen. Nett von Ihnen. Vielen Dank. Also dann, viel Glück für Ihre Reise, verehrtes Fräulein. Danke. Okay, mal gucken, wie es da so weitergeht. Schauen wir mal. Oh. Oh. Okay, ich dachte, das wäre schon gewesen. Ah, okay, was haben wir denn da Feines? Achso, das ist die Tür. Aha, wir müssen da runter. Ach, du Kacke. Was ist da denn los? Es klemmt sich ja wieder, gell? Ah nee, gar nicht. Aha. Ah, ich brauche gar nicht raufgehen. Okay, jetzt spielt das wieder Musik. Passt, das haben wir jetzt erledigt. Dann werden wir jetzt nochmal zu den Direktoren gehen. Wie, das war's dann schon alles? Das gibt's doch nicht. Das ist doch nicht deren Ernst, oder? Ich scheiß da keine Ahnung wie lang rum, muss sogar mich informieren, was ich nicht alles machen könnte und geh doch endlich da hoch. Sehr mysteriös. So, also nichts wie zu den Direktoren. Ah, nein. Du musst da lang. Genau, und hier lang. Meine Herren, ich bitte Sie, diese erneute Störung zu entschuldigen, aber ich habe ein kleines Problem. Ein kleines Problem? Kleine Probleme haben wir alle. Die behält man für sich. Und das Leben geht trotzdem weiter. Und auch die Züge fahren weiter. Ja, bla 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 bla. So, Vogelgeld. Kann ich meinen Zug noch einen Tag länger im Bahnhof stehen lassen?
Das kommt... Erledigen Sie nur schnell den Auftrag, auf den wir uns geeinigt haben. Wir werden Sie dann umgehend bezahlen. Aha, okay. Eine Vereinbarung ist eine Vereinbarung. Pass. So, geht. Meine Herren, es ist mir gelungen, Ihren Pavillon zu reparieren. Der Pavillon funktioniert wieder. Das ist höchst wunderbar. Wir sind Ihnen wirklich zu großem Dank verpflichtet. Ja, wirklich. Ihr Aufenthalt wird uns in guter Erinnerung bleiben. Glauben Sie uns. Doch jetzt wollen wir auch unseren Teil der Vereinbarung erfüllen. Wie viel benötigen Sie, junge Frau? $100, wenn das nicht zu viel verlangt ist. Das erscheint uns korrekt, junge Frau. Damit sind Sie jetzt in der Lage, die Reise mit Ihrem Zug fortzusetzen. Okay. Und wann gedenken Sie abzufahren? Nach der Vorlesung. Der Zug muss jetzt schnellstens unseren Bahnhof verlassen. Wir reden und reden. Dabei ist schon längst Teestunde, bla. Gut, dann werde ich jetzt hier einen Cut machen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. In der nächsten Folge werden wir uns dann die Vorlesung noch anhören, hoffe ich, dass wir dann endlich soweit sind und den Zug dann betätigen können. Bis dahin sage ich aber erstmal ciao, ciao.